Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte, ich mache heute mal so eine Art Quick-Tip-Tutorial und wollte euch einfach nur zeigen, wie ihr es zukünftig vermeiden könnt, eine gewisse App nicht mehr zu starten. Und zwar geht es jetzt speziell darum, dass wir so eine Art automatischen Ablauf erstellen, um die Radar-App zu starten, wenn wir im Auto sind. Das heißt, wir können es also nicht mehr vergessen, es ist so gesehen idiotensicher. Alles, was wir hierfür benötigen, ist ein iPhone. Und wenn ihr ein Android-Handy habt, dann müsstet ihr euch einfach irgendwie mal schlau machen im Internet, auf YouTube. Es gibt mit Sicherheit auch da Mittel und Wege, wie ihr so einen automatischen Ablauf erstellen könnt. Aber wie gesagt, das Video richtet sich so ein bisschen jetzt mit dem iPhone. Und ich habe als Radar-App die Blitzer-App. Welche ihr nutzt, ist euch überlassen. So, seit dem iOS 13 Update ist es so, dass die App seitens Apple Kurzbefehle gekommen ist. Also man kennt es, ab größeren Updates oder sonst was werden gewisse Apps immer automatisch installiert und für diejenigen, die es gelöscht haben, einfach kurz App Store gehen, Kurzbefehle runterladen und genau, dann geht es jetzt weiter. Also, ich werde euch das Ganze natürlich, ich habe mein Auto jetzt nicht hier im Wohnzimmer stehen, aber ich werde euch das Ganze zusammen mit den AirPods jetzt einmal quasi demonstrieren. Es geht nämlich darum, was soll passieren, wenn das und das miteinander sich irgendwie verbindet in dem Fall. Und zwar haben wir im Auto ja einmal die Möglichkeit Bluetooth und für diejenigen, die im Auto schon CarPlay haben, haben wir da auch halt CarPlay. Also wir haben sozusagen zwei Verbindungsquellen, um Befehle auszuführen, automatische Abläufe zu starten. So, wir müssen aber vorab diese automatischen Abläufe erstmal erstellen und dafür gehen wir in Kurzbefehle rein. Und gehen dann hier unten auf Automation und wie man sehen kann, habe ich hier schon zwei persönliche Abläufe halt eingestellt. Einmal, was soll passieren, wenn CarPlay sich verbindet? Bei mir im Auto ist es so, CarPlay verbinde ich mit dem Kabel. Das heißt, ich habe immer so eine Routine, ich lege mein Handy in meine Halterung, in meine Magnethalterung und habe dann das Kabel direkt quasi schon auf, ja, unten auf Steckerhöhe halt hängen, mache das ran. Und mein Handy verbindet sich automatisch immer mit CarPlay und dadurch wird automatisch dann dieses Skript ausgeführt zum Öffnen dieser App dann. Und andererseits sollte ich mal, aus welchen Gründen auch immer, CarPlay nicht direkt mit meinem Handy verbinden, habe ich immer noch einmal die zweite Verbindungsmöglichkeit und zwar Bluetooth. Und dort ist es so, dass ab iPhone 10s kann man es auch so einstellen, dass man da nicht nochmal zusätzlich nach einer Bestätigung gefragt wird. CarPlay passiert automatisch, man kann einstellen, öffnet die App einfach ohne mich danach zu fragen. Bei Bluetooth-Verbindungen, ich glaube bis iPhone 10 ist es so, dass man das noch einmal anklicken muss, dass man diesen Befehl ausführt. Das zeige ich euch jetzt, indem ich das Ganze halt einfach mal mit meinen AirPods demonstriere. Also, wir gehen hier oben auf Plus. Wir sagen persönliche Automation erstellen und gehen jetzt hier unten auf Bluetooth, sagen Gerät auswählen. Hier wählen wir natürlich ein Gerät aus, das wir vorher schon irgendwie mal per Bluetooth verbunden haben. Auch nur die werden halt hier angezeigt, meine Geräte. Und wir sagen AirPods. Das bedeutet, wenn genau die Verbindung per Bluetooth mit dem und dem Gerät aufgebaut ist, kann man jetzt sagen Aktion hinzufügen. Und ja, eigentlich würde man jetzt denken, man geht in Apps rein, aber man geht in Skripte rein, sagt App öffnen, muss dann hier nochmal auf Auswählen gehen, sagt hier dann einmal quasi die Blitzer-App, zack, und geht hier oben auf Weiter und dann auf Fertig. Mehr ist das nicht, das war schon alles. Also, das heißt jetzt, wenn ich jetzt meine AirPods aufmache, werden sie automatisch mit meinem iPhone verbunden und durch diese Verbindung registriert natürlich mein Handy, dass da auch noch irgendwie was hinterlegt ist. Das heißt, wenn die Bluetooth-Verbindung aufgebaut werden soll, soll dann das und das Skript ausgeführt werden. Das demonstriere ich euch mal. Wir machen sie einmal auf. Warten kurz. Aber ich muss ein bisschen dichter dran sein. Genau. So. Genau. Und jetzt haben wir hier oben die Push-Benachrichtigung. Wenn Goran X sich mit den AirPods Pro verbindet, dann soll eine App geöffnet werden. Das wurde so ein bisschen abgekürzt, da steht da nicht genau welche. Und wir müssen dann auf Ausführen klicken. Und es wird die Blitzer-App gestartet. Genau, ab
das, wie gesagt, das Problem ist, man wird, ja, was heißt Problem? Also man wird darauf hingewiesen durch diese Vibration des Handys und einmal visuell, dass man diese App starten soll. Und diese Push-Benachrichtigung hat man natürlich dann auch später im, auf dem Sperrbildschirm noch sehen. Das heißt, man wird immer irgendwie darauf hingewiesen, öffne die App. Und soweit ich richtig informiert bin, ist es so, dass ab iPhone XS oder vor allem auch ab iPhone 11, dass man diese Bestätigung, die wir jetzt hier gerade hatten mit dieser Bluetooth-Verbindung, dass man das auch dort deaktivieren kann. Ne? Also ich zeige euch das Ganze mal zum Beispiel hier anhand von CarPlay. Und zwar ist es so, dass wir, wenn wir eine Verbindung erstellen, also wir können ja quasi noch einmal das Ganze neu erstellen, CarPlay, gehen hier rein auf CarPlay, Verbindung, CarPlay, was soll passieren, wenn verbunden wird mit CarPlay in dem Fall, dann sagen wir Option hinzufügen, gehen wir auf Skripte, App öffnen, App auswählen, dann sagen wir Blitzer Pro, weiter, so. Und jetzt haben wir hier den Punkt, den wir gerade bei Bluetooth-Verbindung nicht hatten, und zwar vorm Ausführen bestätigen. Wir können diesen Haken jetzt entfernen, dann werden wir nochmal darauf hingewiesen, dass diese Geschichte ohne unsere Bestätigung ausgeführt wird. Und das ist genau der Punkt, das wollen wir ja. Wir wollen einfach das so idiotensicher wie möglich zu haben. Das heißt, wenn wir im Auto sind und wir verbinden unser Kabel mit CarPlay, wird automatisch die App gestartet. Das ist einfach mega cool, mega praktisch und hat mit Sicherheit auch dafür gesorgt, dass ich das ein oder andere Blitzerfoto weniger habe und machen fertig. Ne? Jetzt habe ich das Ganze natürlich doppelt. Ich lösche es einfach einmal raus und lösche hier unten auch einfach nochmal meine AirPods raus. Und das war's, mehr ist es nicht. Kurzbefehle muss nicht geöffnet sein, Blitzer-App muss nicht geöffnet werden. Wenn man CarPlay hat, kann man einfach beides einrichten. Ich würde es empfehlen, ist quasi eine doppelte Absicherung. Wenn man das eine jetzt nicht macht, dann hat man das andere noch. Und mehr ist es nicht. Richtig krasses Programm seitens Apple, diese Kurzbefehle. Man kann es individuell auf so viele Sachen anwenden. Ich habe es einfach nur jetzt für das Öffnen dieser App eingestellt. Und ja, ich hoffe, dass euch das Video in dem Sinne hilfreich ist, weil ihr das vielleicht auch nutzt und zukünftig halt vermeidet, vielleicht auch irgendwie geblitzt zu werden. Das soll natürlich jetzt kein Ansporn sein, schneller zu fahren. Sollte schon immer auf die Geschwindigkeit achten. Und ja, ich würde mich einfach nur freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und lasst gerne irgendwie einen Kommentar, vor allem wenn ihr irgendwelche Fragen habt, würde mich freuen. Und ja, wenn ihr vor allem weitere solche Quick-Tip-Tutorials haben wollt, dann lasst es mich auch irgendwie gerne wissen. Ne? Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.